Die gesamte wirtschaftliche Tätigkeit dient dem Gemeinwohl. So steht's geschrieben in Artikel 151 der Bayerischen Verfassung. Na dann! Auf! Zum Gemeinwohl! Eine Demonstration im Herzen von San Francisco. Menschen protestieren gegen die Macht der Konzerne, gegen die Wall Street und die Verflechtung von Konzernen und Militär. Es sind die Monate der Occupy-Bewegung, in der AktivistInnen in aller Welt auf die Straße gehen, um die Souveränität über ihr Leben zurückzugewinnen. Die US-Polizei rückt vor, martialisch ausgerüstet in Riot Gear, gepanzert wie Eishockeyspieler mit Schlagstock, Schusswaffen, heruntergeklapptem Visier. Da geschieht etwas Unerwartetes. Die DemonstrantInnen weichen nicht zurück. Vielmehr rollen sie kleine Teppiche aus, lassen sich nieder. Manche im Lotussitz, schließen die Augen, konzentrieren sich auf ihren Atem und gehen in Meditation. Irritation und Zögern auf Seiten der Staatsmacht. Räumungsaufforderungen. Von den Meditierenden reagiert niemand. Höchstens ein entrücktes Lächeln. Dann die mühsame Räumung. Die hochgerüsteten PolizistInnen tragen die meditierenden AktivistInnen weg, wie Buddha-Statuen, lächelnd im Lotussitz. Staatsmacht versus innere Kraft. Die Frage bleibt offen, welche Kraft die stärkere ist. Welche Kraft die stärkere ist, die innere oder die der Staatsmacht? Und was Widerstand oder ziviler Ungehorsam in unserer heutigen Zeit bedeutet und wie er aussehen kann, dieser Frage wollen wir uns in der heutigen Sendung der Gemeinwohlökonomie nähern und begrüßen hierzu unseren Studiogast Jan Runge von Fridays for Future. Hallo. Hallo. Herzlich willkommen. Du bist einer der Schüler, die auch in München letzten Freitag wieder aus Protest gegen die Klimapolitik der Regierung nicht zur Schule gegangen sind, sondern demonstriert haben. Wir werden später ausführlich miteinander sprechen. Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir, Reinhard Schwarz und Andrea Behm, begrüßen Sie auf Radio LoRa 92.4 und freuen uns, dass Sie eingeschaltet haben. Neben dem Thema Widerstand und ziviler Ungehorsam beschäftigen wir uns mit dem letzte Woche zu Ende gegangenen Weltwirtschaftsforum in Davos und werden hierzu mit Christian Felber, dem Mitbegründer der Gemeinwohlökonomie, sprechen. Außerdem sehen wir uns den Nationalen Aktionsplan für Wirtschaft und Menschenrechte von 2016 genauer an und werden Heike Drillisch vom CORA-Netzwerk für Unternehmensverantwortung fragen, warum sie und mit ihr, der DGB, das Forum Menschenrechte und viele andere zivilgesellschaftliche Organisationen das Halbzeitergebnis dieses Plans als ernüchternd einstufen. Zunächst zum Thema Widerstand und ziviler Ungehorsam, der an so vielen Orten sichtbarer und hörbarer wird. Im Hambacher Forst leben Menschen ihren Protest in Baumhäusern. In Frankreich besetzen die Gelbwesten Straßen und Brücken. Beim Klimagipfel in Katowice ist es die 16-jährige schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg, die den anwesenden StaatsvertreterInnen eine Standpauke hält und danach im eisigen Davos beim Weltwirtschaftsforum vor den Mächtigen dieser Welt in einem Zelt demonstriert. Was aber ist ziviler Ungehorsam? Was treibt Menschen heute an, überlegt und gezielt Gesetze zu übertreten, um dringender gesellschaftlicher Ziele wegen? Sei es für den Erhalt eines Waldes, wie in Hambach, für soziale Gerechtigkeit oder für Klimaschutz? Ist es schlicht politisches Recht haben wollen? Oder ist es nicht vielmehr eine Grundüberzeugung von, ich will nicht mehr aushalten müssen, dass die Gesellschaft ungerecht ist? Ist die antreibende Kraft nicht eher ein tiefes Gefühl, mit der Welt und all ihren Lebewesen verbunden zu sein, jenseits aller Ideologie? Ein Baumbewohner im Hambacher Forst lebt diese heute sichtbare Verbindung von Spiritualität und Politik und beschrieb sie bestechend mit dem Satz: Ich bin der denkende Teil des Waldes. Was Christian Felber von der Gemeinwohlökonomie für seine politische Arbeit motiviert, hören wir jetzt in einem Interview, das wir vor der Sendung mit ihm geführt haben.
Seit vielen Jahren engagierst du dich im Widerstand gegen unsere profitorientierte Wirtschaft. Vor 8 Jahren hast du die Gemeinwohlökonomie mitbegründet, du hältst Vorträge dazu und stellst auch manchmal tanzend Alternativen vor. Und du hast ein Buch geschrieben über die innere Stimme, die dich antreibt. Dein politisches Engagement ist also kein losgelöster Selbstzweck. Was ist deine persönliche Motivation für deine politische Arbeit? Es sind mehrere Motivationen, aber vielleicht lässt sich es am besten zusammenfassen auf das Zwillingspaar Freiheit und Verantwortung. Zum einen bin ich ein Freigeist und es ist mir ein innerstes Anliegen, frei zu denken und Alternativen zu denken für die Art und Weise, wie wir derzeit leben und zusammenleben und dem Menschsein sowohl auf der individuellen Ebene als auch auf der kollektiven Ebene immer tiefer auf die Spur zu kommen und so gesehen uns auch zu verwirklichen, sowohl individuell als auch kollektiv. Das ist ein tiefstes Freiheitsstreben, meinem Verständnis nach. Und ich bin ein sehr freiheitsliebender Mensch auf der einen Seite. Und gleichzeitig bin ich sehr verbunden, weil wir eben nicht nur Individuen sind, Ganzheiten, sondern auch Sozialwesen und sehr von anderen Menschen abhängig sind. Wenn wir keine gelingenden Beziehungen führen, dann gehen wir ein und wir sterben sogar und verzichten sogar auf das Fressen. Wenn wir keine Beziehungen haben, ist wissenschaftlich nachgewiesen. Das heißt, Bertolt Brecht irrt hier sogar in einem gewissen Punkt. Mhm. Und Margaret Thatcher natürlich noch viel mehr, die sagt, es gibt nur Individuen, aber so etwas wie eine Gesellschaft gibt es nicht. Und das ist die größtmögliche anzunehmende Verstümmelung von uns Menschen, weil sie eben nur die individuelle Dimension betont, aber gleichzeitig die soziale Dimension und die Dimension der Verbundenheit leugnet. Und die habe ich immer schon seit früher Kindheit zutiefst empfunden und darum war es mir ein Anliegen, dass es dem Planeten gut geht und dass es anderen Menschen gut geht und darum engagiere ich mich ganz natürlich und freiwillig und intrinsisch motiviert für das Gemeinwohl. Andere nennen das die Wahrnehmung sozialer Verantwortung oder gesellschaftlicher Verantwortung. Und für mich ist das eben der zweite Zwilling des Freiheitsstrebens. Mhm. Den zweiten Zwilling hat ein Baumbewohner im Hambacher Forst mit dem Satz umschrieben, ich bin der denkende Teil des Waldes. Ich vermute, dass du mit diesem Satz was anfangen kannst. Fühlst du dich als tanzender Teil von irgendwas? Das wäre diese zweite Dimension, also das große Ganze. Ich fühle mich als Teil des großen Ganzen und in meinem persönlichen Fall durfte ich auch die Erfahrung machen, Teil des großen Ganzen zu sein. Und dann kann man mit dem großen Ganzen fühlen, man kann auch mit dem großen Ganzen denken in der Bedeutung, dass man Informationen teilhaftig werden kann, die man vielleicht auf keiner Universität studieren kann. Das widerfährt mir immer wieder. Und so würde ich auch verstehen, dass wenn ein Naturschützer mit einem Baum oder einem Ökosystem verschmilzt, dass er dann auch sehr tiefreichende und feine Informationen teilen kann mit dieser größeren Entität, weil er eben zu einer Identität wird mit dieser größeren Entität. So verstehe ich das jetzt auf Anhieb, aber ich hätte natürlich Lust, ihn anzuhören, wie er das selbst genau meint. Das können wir jetzt leider nicht, aber diesen Satz fanden wir als Schlüsselsatz auch für unsere Sendung zum zivilen Ungehorsam oder zu jeder Art von Widerstand, der sich in den heutigen Tagen ja auch mehr und mehr sichtbar mit Spiritualität auch verbindet. Weniger Spiritualität haben wir beim letzten Weltwirtschaftsforum in Davos erfahren. Welchen Eindruck bleibt denn bei dir zurück, wenn du auf das Davoser Forum zurückblickst, angesichts des dort vorherrschenden Themas, nämlich das Ende des globalen Wachstums? Rückschritt. Nicht nur aufgrund dieser Sorge, dass Wachstum, also monetäres Wirtschaftswachstum, statt innerem Wachstum, um an die Spiritualität anzuknüpfen zum Beispiel, oder Wachstum der globalen Verbundenheit oder der ökologischen Nachhaltigkeit und der Klimastabilität, das wäre ja wunderbar, wenn das wachsen würde. Aber um dieses Wachstum machen sie sich ja keine ernsthaften Sorgen, sondern eben um das monetär gemessene Wirtschaftswachstum. Aber nicht nur deshalb, sondern auch, weil schon das Motto wieder in eine völlig traditionelle, industriefreundliche
und eben unverbundene Richtung zeigt, nämlich Globalisierung 4.0, die vierte industrielle Revolution mit Digitalisierung in der Bedeutung, wie man damit Geschäfte machen kann. Das ist ein Rückfall in alte Gewohnheiten und die stehen auch in krassem Gegensatz zu dem prominent lancierten Risikoreport des Weltwirtschaftsforums. Da stehen ganz oben als Risiken Verlust der Artenvielfalt, Verlust der Stabilität der Ökosysteme, des Weltklimas. Und da passt einfach das Motto überhaupt nicht dazu. Also das ist ein glatter Widerspruch, der alles sagt. Auch dass Greta erst sprechen durfte, als alles schon vorbei war, obwohl sie genau diese Themen adressiert hätte, die ökologischen, die globalen ökologischen Umweltthemen. Ja, das sagt alles und damit komme ich zum Resümee. Hier müssen wir leider einen Rückschritt beobachten. Und weil das ja leider so ist, gibt es allerdings Alternativen zum Davoser Weltwirtschaftsforum. Schon seit vielen Jahren, schon seit 2001 gibt es das sogenannte Weltsozialforum, ein jährliches Treffen von Globalisierungskritikern und Kritikerinnen. Das erste Mal fand es in Porto Alegre in Brasilien statt. Dann gab es das sogenannte NESI, das New Economy and Social Innovation Forum. Und jetzt ganz neu, dieses Jahr vom 7. bis 9. April wird in Bozen, also auch in den Bergen, das erste Mal das sogenannte Best Economy Forum stattfinden. Um was wird es da so gehen? Es ist eine Gegenveranstaltung zum Weltwirtschaftsforum oder was ist es? Ja, das sind beides alternative Veranstaltungen. Vielleicht noch als Überleitung zum Stichwort Alternativen. Das Weltwirtschaftsforum muss man letztlich daran messen, was es bewirkt und ob es dazu führt, dass endlich ein Menschenrechtsgerichtshof eingerichtet wird oder dass der Binding Treaty abgeschlossen wird, der internationale Konzerne verbindlich regulieren würde oder dass das Klimaschutzabkommen einklagbar wird oder dass die Staats- und Regierungschefs über CO2-Steuern und CO2-Zölle gegenüber denjenigen Ländern, die keine CO2-Steuern haben, sprechen oder eben ein International Financial Register, also einen sogenannten Finanzkataster, wo alle Finanzvermögen eingetragen sind, damit sie einer globalen Besteuerung zugeführt werden können. Das ist eben alles nicht nur nicht, die reden da gar nicht drüber und deshalb können dann auch die Politikerinnen, die dort auftanzen, also die lassen sich dorthin zitieren und wenn die aber dann gar nicht über diese entscheidenden Menschheitsanliegen sprechen, dann können sie sich logischerweise später dann in ihren demokratischen Foren auch gar nicht umsetzen. Und das Weltsozialforum war mal gedacht als ein Forum, wo die eigentlichen Themen, nämlich oder zumindest Anliegen der Mehrheit der Menschheit, mal prominent thematisiert werden. Und dort sind leider die Politikerinnen nicht hingefahren, bestenfalls von den Gastgeberländern wie Brasilien zum Beispiel, aber das war es auch dann schon. Und in Davos werden auch diese Machtverhältnisse, ne, dass die Politikerinnen einseitig zu den Mächtigen kommen, aber nicht zu denen, die eigentlich die Mehrheit der Menschen repräsentieren, kommen. Das wird auch überhaupt nicht thematisiert in Davos und darum braucht es diese alternativen Foren. Und das Weltwirtschaftsforum ist einerseits eine Massenveranstaltung, aus der heraus sich dann einzelne Kampagnen lösen können, wie zum Beispiel das Global Tax Justice Network. Und NESI ist etwas schmäler oder fokussierter auf alternativ ökonomische Ansätze, wie nur zum Beispiel die Gemeinwohlökonomie oder die soziale und solidarische Ökonomie oder das Netzwerk Postwachstumswende oder die Commons. Die hat Diego Isabel aus Spanien versucht zusammenzubringen. Das ist kleiner als das Weltsozialforum, aber fokussierter auf alternativ ökonomische Ansätze. Und noch etwas kleiner, oder wir werden sehen, wie sich das entwickelt, ist jetzt das Best Economy Forum, das von alternativen Unternehmensverbänden aus organisiert wird. Also Unternehmen, die eine alternative Wirtschaftspraxis initiiert haben, wie zum Beispiel Biohotels oder biologische Landwirtschaft oder gemeinwohlbilanzierte Unternehmen. Das sind die drei Hauptveranstalter. Und wir machen jetzt einen ersten kleinen Testballon, erwarten ein paar hundert Teilnehmende und schauen wir dann, wie es ankommt und ob es dann weitergeführt wird, ob es mit größeren Foren verschmolzen wird. Es ist einmal ein Testballon und dann sehen wir weiter.
Ich bin gespannt. Wir werden vermutlich auch von dort berichten. Die Ansätze, die praktischen Ansätze von Unternehmen, die sich schon in eine Richtung bewegen, die eben der Mehrheit der Menschen entspricht, sind spannend. Christian, wir sind am Ende des Interviews angelangt. Ganz herzlichen Dank für deine Einschätzungen. Sehr gerne. Und schöne Grüße nach Wien. Ja, Grüße nach München. Ein Thema, das die Gemeinwohlökonomie ganz besonders im Fokus hat, ist die Einhaltung der Menschenrechte durch Unternehmen. Fortschrittliche Unternehmen dokumentieren bereits heute in einer sogenannten Gemeinwohlbilanz, wie sie zum Beispiel die Umwelt schützen, Männer und Frauen am Arbeitsplatz gleich behandeln und die Menschenrechte in ihrer Lieferkette einhalten. Was aber wird unternommen in Bezug auf Unternehmen, die sich nicht an die Menschenrechte halten? Im Jahr 2016 hat die Bundesregierung den sogenannten Nationalen Aktionsplan für Wirtschaft und Menschenrechte verabschiedet. Er verpflichtet immerhin die Hälfte der deutschen Unternehmen mit mehr als 500 Mitarbeitenden, das sind ca. 6.500 Unternehmen in Deutschland, menschenrechtliche Sorgfalt in ihre Prozesse zu integrieren, und zwar bis 2020, also bis zum nächsten Jahr. Die Unternehmen und ihre Zulieferer sollen unter anderem sicherstellen, dass in ihren Produktionsstätten Fluchtwege vorhanden sind, Frauen nicht diskriminiert, keine Kinder beschäftigt, ausreichende Löhne bezahlt und 60 Stunden Arbeit pro Woche nicht überschritten werden. In indischen Steinbrüchen klopfen Kinder aber heute noch unsere Grabsteine heraus und haben eine durchschnittliche Lebenserwartung von nur 35 Jahren. 2012 starben 258 Näherinnen in einer brennenden pakistanischen Textilfabrik, wo sie Kleidung für den Textildiscounter Kick produzierten. Der deutsche Aktionsplan für Wirtschaft und Menschenrechte sieht in solchen Fällen zwar einen Beschwerdemechanismus für die betreffenden Opfer vor, nicht jedoch Gerichtsverfahren oder Bußgelder. Entsprechend groß war das öffentliche Interesse, als 2016 vier Überlebende des Fabrikbrandes Klage vor dem Landgericht Dortmund gegen Kick wegen mangelnden Brandschutzes einreichten und jeweils 30.000 Euro Schmerzensgeld forderten. Letztlich ging es aber um viel mehr als nur um Schmerzensgeld. Auf dem Prüfstand stand die zentrale Frage, die die Arbeitsteilung in Zeiten der Globalisierung berührt, nämlich: Wie weitreichend ist die Verantwortung deutscher Unternehmen für die Arbeitsbedingungen und Standards bei ihren Zulieferern in Ländern des globalen Südens? Denn sie lagern ihre Produktion oft bewusst in Billiglohnländer wie Pakistan aus, gerade weil die Standards dort niedrig sind. Genau dadurch erzielen Unternehmen hohe Gewinne, schauen gerne weg und weisen die Verantwortung von sich, wenn Menschenrechte in ihren Lieferketten verletzt werden. Gleichzeitig aber klagen sie vor privaten Schiedsgerichten entgangene Gewinne von Staaten ein, wenn diese zum Beispiel strengere Umweltvorschriften oder einen Mindestlohn einführen. Zu diesem Thema habe ich jetzt Heike Drillisch am Telefon. Guten Abend nach Berlin, Heike Drillisch, und herzlich willkommen in der Sendung. Ja, hallo, guten Abend nach München. Seit 6 Jahren koordinieren Sie das CORA-Netzwerk für Unternehmensverantwortung. Das ist ein Verband bestehend aus 60 Organisationen aus den Bereichen Entwicklung, Menschenrechte, Umwelt, Verbraucherschutz und Gewerkschaften. Sein Ziel ist es, dass Unternehmensverantwortung verbindlich festgeschrieben wird, im Gegensatz zum jetzt noch vorherrschenden freiwilligen Konzept von Corporate Social Responsibility oder auch CSR genannt, dass die Unternehmen oft nur als Greenwashing benutzen. Heike Drillisch, vor dem Landgericht Dortmund sind die KlägerInnen mit ihrer Schmerzensgeldforderung gegen Kick leider gescheitert. Warum? Und gleich noch eine Anschlussfrage. Warum war dieses Verfahren dennoch so wichtig? Ja, vielleicht zuerst, warum war es wichtig? Es war das erste Mal, dass ein Gericht in Deutschland eine derartige Klage von Betroffenen von Menschenrechtsverletzungen aus dem Ausland gegen ein deutsches Unternehmen zugelassen hat. Und das war an sich schon bedeutsam, aber leider wurde das Verfahren dann jetzt doch eingestellt, aufgrund von Verjährung. Kick hatte eigentlich zwischendurch sogar schriftlich versichert, sich nicht auf Verjährung berufen zu wollen, sondern Interesse signalisiert, dass nämlich genau diese Frage, welche Verantwortung, welche Sorgfaltspflichten hätte denn ein deutsches Unternehmen gehabt, von einem deutschen Gericht klären zu lassen. Aber entgegen dieser Ankündigung hat das Unternehmen sich jetzt doch auf Verjährung berufen und das Landgericht sah das dann auch so, obwohl es entgegengesetzte Gutachten gibt, die gesagt haben, gäbe auch gute Gründe,
davon auszugehen, dass diese Verjährungsfrist unterbrochen war und die Klage jetzt noch zugelassen werden könnte und weiterverfolgt werden könnte. Leider hat das Landgericht Dortmund das nicht so gesehen, sodass halt jetzt genau die zentralen Fragen, nämlich welche Verantwortung hat ein Unternehmen, wofür muss es haften, nicht geklärt werden. Das Verfahren hat trotzdem einen großen Effekt gehabt, weil es nämlich parallel dazu von der Internationalen Arbeitsorganisation moderierte Dialoge gab, in denen KIK sich bereit erklärt hat, Entschädigung zu zahlen, über 5 Millionen Dollar. Diese Bereitschaft wurde sicherlich dadurch gestärkt, dass dieses Verfahren stattgefunden hat oder die Klage im Raume stand. Aber wie gesagt, dass ein Unternehmen erst erklärt, dass es auf Verjährung verzichtet und dann doch darauf sich beruft, ist wirklich sehr erschütternd und bedauerlich. Zeigt mal wieder, wie groß die Hürden sind, für Betroffene aus dem Ausland hier überhaupt vor Gericht ziehen zu können. Letztendlich waren ja auch nur 4 Personen, die hier die Klage eingereicht haben, obwohl über 250 betroffen waren, weil es so schwierig ist und hier keine Kollektivklagen möglich sind. Da ist auf jeden Fall großer Nachbesserungsbedarf. Nachbesserungsbedarf ist allerorten und da gibt es einen kleinen Hoffnungsschimmer vielleicht aber auch nicht. Deswegen kommen wir jetzt zu diesem bereits erwähnten deutschen Aktionsplan für Wirtschaft und Menschenrechte, den Sie ja in den 2 Jahren, bevor er dann entstanden ist, eng beobachtet haben. Und Sie beobachten auch heute noch genau, ob die Bundesregierung ihr Versprechen aus dem aktuellen Koalitionsvertrag auch wirklich einhält. Denn in diesem Koalitionsvertrag heißt es, ich zitiere, wir setzen uns für eine konsequente Umsetzung des nationalen Aktionsplans ein, einschließlich des öffentlichen Beschaffungswesens. Falls die wirksame und umfassende Überprüfung dieses Planes 2020 zu dem Ergebnis kommt, dass die freiwillige Selbstverpflichtung der Unternehmen nicht ausreicht, werden wir national gesetzlich tätig und uns für eine EU-weite Regelung einsetzen. Zitat Ende. Die Bundesregierung prüft derzeit, inwieweit in Deutschland ansässige Unternehmen ihrer menschenrechtlichen Sorgfaltspflicht nachkommen und hat zu diesem Zweck die 6.500 Unternehmen angeschrieben und zur Teilnahme eingeladen. Wie kann die Bundesregierung überhaupt solche unternehmensinternen Abläufe abprüfen? Wie sieht dieses Prüfverfahren aus und was halten Sie davon? Also es ist ein Konsortium aus 4 Unternehmen beauftragt worden, interessanterweise auch Ernst & Young als Unternehmensberatung, dieses Monitoring durchzuführen. Das heißt, es sollen Stichproben gezogen werden aus diesen 6.500 Unternehmen, denen dann der Fragebogen zugeschickt wird. Das Ziel ist, dass jetzt erstmal eine Phase läuft, wo nur eine kleine Gruppe befragt wird, um auch diesen Fragebogen nochmal zu testen und vielleicht zu verändern. Und dann in der 2. und 3. Stufe im Herbst diesen Jahres und im nächsten Jahr sollen ungefähr 375 bis 400 Unternehmen die Fragebögen ausgefüllt zurückgeschickt haben. Das ist das Ziel, diese Stichprobe zu haben. Und auf dieser Basis heißt es dann, dass es statistisch valide Aussagen möglich wären. Das Problem an der Sache ist, dass zum einen vollkommen anonym bleibt. Also man erfährt nicht, welche Unternehmen überhaupt befragt werden. Das heißt, auch als Zivilgesellschaft oder Gewerkschaften gibt es keine Möglichkeit, auch kritische Informationen in diese Untersuchung mit einzubringen. Dazu kommt, die Beantwortung der Fragebögen bleibt vollkommen freiwillig. Das heißt, davon auszugehen, dass tendenziell die Unternehmen antworten, die auch schon viel vorzuweisen haben. Ja, genau. Was natürlich das Ergebnis dann auch wieder verzerren wird. Der Großteil der Fragen sind Multiple-Choice-Fragen, wo ja tendenziell erkennbar ist, was denn die guten und erwünschten Antworten sind, was zu einer weiteren Verzerrung führen kann. Und nur wenn es dann offensichtliche Widersprüche gibt zu öffentlichen Quellen, dann soll eine weitergehende Plausibilitätsprüfung vorgenommen werden, ob die Unternehmensangaben denn stimmen. Das ist wahrscheinlich in den wenigsten Fällen, wird das vorkommen. Und eine zentrale Kritik ist, dass wenn überhaupt dann diese Verfahren überprüft werden, die das Unternehmen vielleicht etabliert hat. Aber worum es uns ja geht, ist, dass diese Verfahren wirklich auch vor Ort wirksam sind. Das wird sich mit diesem Monitoring nicht erkennen lassen. Es ist auch noch vollkommen unklar, was denn die Unternehmen tatsächlich vorweisen müssen. Ja, also wenn man sich ihr Verfahren anschaut, ab welchem Stand gilt denn ein Unternehmen als bestanden? Insofern haben wir große Bedenken, dass dieses Monitoring letztendlich nicht aussagekräftig wirklich sagen wird, ob Unternehmen zu mindestens 50% tatsächlich menschenrechtliche Sorgfaltspflichten schon etabliert haben und diese wirksam sind oder nicht. Wobei es natürlich auch grundsätzlich nochmal in Frage zu stellen ist,
Was ist denn, wenn 50% jetzt tatsächlich Verfahren schon etabliert hätten, was wir, wenn wir uns die Unternehmen insgesamt anschauen, nicht für wahrscheinlich halten? Aber selbst wenn es so wäre, letztendlich geht es ja gerade auch um die anderen 50%, die nämlich von Anleihen nichts tun. Sie wieder einzuholen, ne? Und einzufangen. Auch diese müssten dazu gebracht werden, diese Verfahren einzuführen. Also steht tatsächlich im Raum die Befürchtung, dass 2020 wieder keine gesetzliche Vorschrift erlassen wird. Wie das zum Beispiel schon in Frankreich der Fall ist. Die haben ein eigenes Unternehmenssorgfaltspflichtengesetz neulich verabschiedet. Und Deutschland zieht da noch nach, stimmt's? Ja, Frankreich ist Vorreiter damit, dass es jetzt als erstes Land ein wirkliches Sorgfaltspflichtengesetz erlassen hat. Wir fordern das von der Bundesregierung, das auch jetzt tatsächlich vorzubereiten und in Gang zu setzen, damit es dann 2020 auch erlassen werden kann. Also die Wirtschaftsverbände und das Wirtschaftsministerium werden sicherlich ganz stark dagegen agitieren und weiter draufsetzen, dass Freiwilligkeit reicht. Aber wir denken, es darf einfach keine weiteren Fälle mehr geben, wie der Brand bei Ali Enterprises in Pakistan, über den wir schon gesprochen haben, und ähnliche viele, Fälle. Und viele andere, wo viele Menschen zu Tode gekommen sind oder heute an schwersten Behinderungen leiden. Ja. Ich würde ganz gern nochmal auf den nationalen Aktionsplan zurückkommen, der ja auch die eigene Verpflichtung der Bundesregierung im Blick hat. Da heißt es nämlich ausdrücklich, ich zitiere, Bund, Länder und Kommunen in der öffentlichen Beschaffung unterliegen einer besonderen Verantwortung. Sie müssen ihrer staatlichen Schutzpflicht nachkommen und sicherstellen, dass mit öffentlichen Mitteln keine negativen Auswirkungen auf die Menschenrechte verursacht werden. Zitat Ende. Wie kommt denn jetzt die Bundesregierung ihrer eigenen Verpflichtung nach? Ja, leider ist das auch noch sehr begrenzt. Lief ja parallel zur Erstellung des nationalen Aktionsplans, die Umsetzung einer entsprechenden EU-Richtlinie zur öffentlichen Vergabe. Da hat die Bundesregierung es schon versäumt, wirklich klar vorzugeben, in der öffentlichen Beschaffung sollen Menschenrechte beachtet werden. Jetzt wird ein Stufenplan angekündigt, wie das erreicht werden soll, von dem wir aber 2 Jahre nach Verabschiedung des NAP immer noch nicht wissen, was sich da überhaupt tut, wie er jemals aussehen soll. Und gleichzeitig hat eine unserer Trägerorganisationen, die Christlich-Initiative Romero, herausgefunden, dass zum Beispiel Bundeswehrbekleidung in Tunesien produziert wird durch eine deutsche Firma, Leo Köhler, und über eine der zentralen Beschaffungsstellen des Bundes halt bezogen wird für die Bundeswehr. Die CIR und ihre Partnerorganisation in Indonesien haben mit den Arbeiterinnen gesprochen und dabei herausgefunden, dass die Arbeiterinnen unter Druck gesetzt werden, dass die Gewerkschaft zerschlagen wurde, dass Arbeiterinnen als Spitzel eingesetzt werden, dass die Löhne lange nicht reichen, um die Grundbedürfnisse zu decken. Und das alles im öffentlichen Interesse für die Bundeswehr sozusagen. Ja, durch ein deutsches Unternehmen produziert. Ja. Da erwarten wir von der Bundesregierung, dass sie einfach dringend umsteuert und wirklich sagt, als Vorreiter in der ganzen eigenen öffentlichen Beschaffung gibt es Transparenz, was wo überhaupt produziert wird, und wird nachvollziehbar, glaubwürdig, werden Menschenrechte geachtet und Mindeststandards eingehalten. Ich würde jetzt ganz gern eigentlich noch mit Ihnen über den UN Binding Treaty sprechen. Wir haben noch eine halbe Minute Zeit. Wie sehen Sie da die Zusammenhänge zwischen nationalem Aktionsplan und diesem Verhandlungsprozess in Genf, Unternehmen verpflichtend an die Menschenrechte zu knüpfen? Na, eigentlich sollte die Bundesregierung, wenn sie sagt, sie hat Interesse, hier Wirtschaft und Menschenrechte zu verbinden, sich auch bei der UNO massiv dafür einsetzen, dass es dort einen internationalen Vertrag gibt, der auch die Unternehmen in anderen Ländern darüber bindet, Menschenrechte zu achten. Leider ist sie da sehr, sehr zögerlich und beteiligt sich bisher noch kaum. Es gibt dazu blockiert jetzt ganz im Gegenteil, blockiert ja auch den ganzen Prozess. Ja, bisher ist die EU wirklich, tritt sehr auf die Bremse und findet immer wieder Verfahrensgründe auch, wo sie sagt, sie beteiligen sich da nicht. Es steht noch immer aus, den Entwurf für ein Abkommen tatsächlich ernsthaft zu kommentieren. Wir warten von der Bundesregierung, dass sie das im Zusammenhang mit der EU weiterhin tut. Und diesen Druck können wir auf die Bundesregierung ein bisschen verstärken, weil seit 22. Januar, seit dem Beginn des Davoser Weltwirtschaftsforums, gibt es eine internationale Kampagne, bei der man unterschreiben kann. In den ersten 3 Tagen sind 200.000 Unterschriften gesammelt worden. Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, unter www.gerechterwelthandel.org können Sie unterschreiben. Und mit diesen Worten, liebe Heike Drillisch, weil die Zeit so rennt, möchte ich mich ganz herzlich im Namen unserer Redaktion bei Ihnen bedanken. Ich wünsche Ihnen noch einen ganz schönen Abend und schöne Grüße nach Berlin. Dankeschön. Tschüss.
Warum zur Schule gehen, wenn es keine Zukunft gibt, stand auf einem Transparent der Schülerinnen und Schüler, die seit einigen Wochen unter dem Motto Fridays for Future streiken. Sie weisen mit ihren Demonstrationen auf die Dringlichkeit hin, die Klimakatastrophe zu bekämpfen und den Planeten Erde weiterhin bewohnbar zu erhalten. Schließlich sind sie es, die unter den fatalen Folgen der klimatischen Veränderung werden leiden müssen. Wir haben Jan Runge vom Münchner Koordinationskreis Fridays for Future eingeladen, um uns über den aktuellen Stand der Bewegung zu informieren und darüber, wie es weitergehen wird. Aber vor allem wollen wir erfahren, was die jungen Menschen im Innersten in ihrem Widerstand antreibt. Jan, zunächst würden wir allerdings gerne wissen, ob sich durch eure Aktionen in der Schule etwas verändert hat. Greifen zum Beispiel die Lehrerinnen das Thema Klimakatastrophe jetzt verstärkt auf? Ja, also ich denke schon, es ist zum Beispiel so gewesen, dass das Kultusministerium eine E-Mail an die Schulen versendet hat, die darauf hinweisen soll, dass man die Leute erstens vom Streiken abhalten soll, aber auch eben zweitens über das Thema reden soll, wahrscheinlich auch mit dem Hintergrund, sie vom Streiken eben abzuhalten. Und dass dieses Thema wieder in die Mitte gerückt wird, das merkt man ganz klar, dass Lehrerinnen, die sich vorher nicht dafür ausgesprochen haben, jetzt wirklich über das Thema auch und über die Materie sprechen. Manchmal auch kritisch gegenüber den Streiks, aber das ist ja wieder eine andere Geschichte. Das Kultusministerium, du hast es ja schon angesprochen, hat an eurem Organisationsteam vorbei einzelne von den Direktoraten ausgewählte Schülerinnen zum Gespräch über Klimaschutz und eure Aktionen eingeladen. Das habt ihr kritisiert, da die Schülerinnen von den Schulen willkürlich ausgewählt wurden und somit nicht für die Bewegung sprechen können. Was kannst du über dieses Treffen sagen? Hat das stattgefunden und habt ihr Informationen dazu? Ja, dieses Treffen hat letzten Freitag stattgefunden. Es sind die Vertreterinnen, die Privatpersonen, die vom Kultusministerium eingeladen wurden, auch erschienen. Allerdings haben die mit dem Kultusminister nicht über Forderungen gesprochen, die die Natur anbelangen oder die Naturschutz betreffen, sondern eigentlich mehr über das Schulsystem gesprochen, wie man Naturschutz mehr in das Schulsystem einbinden könnte und die Leute da vielleicht mehr sensibel für macht. Also auf unsere Themen wurden quasi überhaupt nicht eingegangen. Es hieß fast sogar, das Treffen war ein bisschen unnötig, vor allem, weil es keine Vertreterinnen von uns waren, die wir legitimiert haben, sondern eben selber eingeladen wurden. Ja, jetzt ist es so, dass rausgekommen ist, dass wir haben ein weiteres Treffen mit dem Umweltministerium und also mit dem Umweltminister, mit dem Verkehrsminister gefordert. Der Kultusminister hat gemeint, dass der Umweltminister von sich aus quasi schon auf uns zugehen wollte. Das heißt, die Perspektive ist, dass es jetzt ein erneutes Treffen geben wird mit mehr oder weniger gewählten Vertreterinnen von uns, die sich mit dem Umweltminister und mit dem Kultusminister noch einmal treffen werden. Ihr hattet ja auch gefordert, mit dem Wirtschaftsministerium zu sprechen, weil natürlich, ich meine, Klimakatastrophe, das Kultusministerium wird es durch Bildungsangebote nicht verändern, sondern entscheidender sind ja Umweltministerium, Wirtschaftsministerium. Gibt es da Kontakte zum Wirtschaftsministerium? Haben die sich dazu geäußert, euch gegenüber? Das Wirtschaftsministerium hat sich quasi gar nicht geäußert, also nicht nur quasi überhaupt nicht geäußert. Kontaktaufnahme fand überhaupt keine statt, was aber auch ehrlich gesagt gar nicht so verwunderlich ist. Warum nicht so verwunderlich? Naja, Wirtschaftsministerium würde sich wahrscheinlich eher auf die Seite von Konzernstellen oder von der Wirtschaft stellen, die Profite über Umwelt nehmen. Ja. Mhm, okay. Und gleichzeitig habt ihr euch ja überlegt, wir wollen mit diesen Ministerien reden, auch mit dem Wirtschaftsministerium, aber auch mit dem Umweltministerium. Wie muss man sich das vorstellen? Ihr geht dann mit vorbereiteten Aktentaschen und Statistiken in die Gespräche rein und verhandelt und pokert? Oder was wären da eure Forderungen oder wie würdet ihr da vorgehen? Naja, also vorgehen, wir würden auf jeden Fall halt die Diskussion suchen. Wir würden vielleicht eher die unschuldige Schülerinnen-Schiene fahren mit, ja, es liegt an uns, jetzt dafür zu sorgen, dass wir in einer Welt leben können, in der wir noch leben können. Ihr müsst das nicht mehr ausbaden. So wäre die, wahrscheinlich die Argumentationsweise. Mit Statistiken und Fakten werden wir sicher auch argumentieren. Allerdings sind wir natürlich keine professionellen Politikerinnen, sondern immer noch Schülerinnen und Schüler. Aber ihr wollt auf Augenhöhe wahrgenommen werden. Das ist euer Anliegen vermutlich, oder? Ja, das ist auf jeden Fall ein großes Anliegen, weil junge Leute in der Politik ja häufig nicht ernst genommen werden, belächelt werden. Aber wir wollen auf jeden Fall einen Diskurs auf Augenhöhe, den wir, denke ich, auch mal mit dem Druck jetzt auch bekommen werden. Ein Vertreter aus Berlin, Linus Steinmetz von euch, von Fridays for Future, hat gesagt,
dass der Kompromiss der Kohlekommission ein Verrat an den Jugendlichen ist. Und das siehst du wahrscheinlich auch so, dass es keine wirklich greifenden Maßnahmen gibt, die schnell reagieren, sondern alles 2038 passieren soll und so weiter. Das ist das Gegenteil von schnell. Mit der Bestimmung ist Deutschland das Land, das in der EU spätestens aus der Kohle aussteigen wird. Und wir fordern einen Kohleausstieg sofort, da es, wie gesagt, an unserer Generation liegt, diesen Kohleverbrauch dann eben auszubaden, diese Verpestung von Steinkohle und Braunkohle. Warum ist gerade jetzt eure Bewegung entstanden? Was motiviert euch gerade jetzt für den Erhalt der Lebensgrundlagen der Menschen auf die Straße zu gehen? Schließlich sind seit vielen Jahren die Folgen der Klimakatastrophe bekannt und werden ja auch in der Öffentlichkeit diskutiert. Also ich denke mal, das kommt größtenteils aus dem Impuls von Schweden bzw. Polen, von Greta Thunberg, die sich eben vor den schwedischen Reichstag gestellt hat, um eben jeden Freitag für bessere Klimapolitik zu protestieren. Und ich denke, die Kraft war schon da. Also ich denke, die Leute haben nur darauf gewartet, jetzt auf die Straße gehen zu können, jetzt irgendwas machen zu können. Und jetzt ist eben die Möglichkeit gegeben und deswegen mobilisieren sich jetzt auch diese, ja, man kann eigentlich schon fast sagen, Massen von Schülerinnen, die nur darauf gewartet haben, dass irgendwas passiert, weil den meisten Leuten klar ist, dass es eine Klimakatastrophe geben wird, die wahrscheinlich in unserer Generation oder in der Generation danach stattfinden wird. Ja, und deswegen, daher kommt es. Daran anschließend würde ich dich auch gerne noch fragen, also weil du das gerade gesagt hast, das war die Kraft war schon da, in gewisser Weise, es hat so einen Auslöser gebraucht. Wie ist denn das zwischen euch, also zwischen den Schülerinnen und Schülern? Ist da das Thema auch jetzt sehr viel stärker im Fokus? Spricht man mehr drüber? Ist das mehr ein Thema, was jetzt auftaucht und behandelt wird? Ja, das allein schon aus dem Impuls eben von den Schulen heraus, von der Bildung heraus, wird da schon mehr drüber gesprochen, wenn es heißt, ja, geht ihr zu diesem Streik am Freitag? Ja, worum geht's denn? Ja, es geht um Umweltschutz. Was machen wir eigentlich dafür? Wie schaut es zurzeit gerade aus? Und da eben dann auch auf die Frage eingegangen wird, was können wir konkret machen und sowas. Und da ist das eben jetzt die Möglichkeit, da konkret was zu tun. Mhm. Was mich noch interessieren würde, ihr demonstriert während der Unterrichtszeit und begeht bewusst einen Regelbruch damit. Was treibt euch an, für ein allgemeines Anliegen wie den Klimaschutz sogar persönliche Konsequenzen in Kauf zu nehmen? Ja, da ist eben einerseits dieser egoistische Punkt von der Generation danach, dass wir die Folgen des Klimawandels oder der Klimakatastrophe ausbaden müssen. Aber andererseits, denke ich mal, ist auch groß der Faktor, dass wir uns ja quasi mit diesen Forderungen, mit diesen konkreten, fast schon radikalen Forderungen vom sofortigen Kohleausstieg auch gegen das derzeit herrschende System auch ein bisschen wenden. Und dass wir so eben auch quasi einen Systembruch begehen, der uns in dieser Sache auch weiterhelfen wird, weil es eben mediale Aufmerksamkeit gibt und eben auch mehr Druck gibt, den man auch bemerkt, wenn man zum Beispiel vom Kohleministerium eingeladen wird oder eben in solchen Radiosendungen wie diesen hier erscheint. Ja, aber ich möchte nochmal nachfragen. Es gibt ja viele andere Schüler und Schülerinnen, die bei dir in der Klasse sind, die eben nicht auf die Straße gehen, die vielleicht Angst haben vor einem Verweis, die Angst vor Konsequenzen des Schulrauswurfs so möglich haben und sagen, nee, ich bleib mal lieber schön, lerne fürs Abi, meine Noten sind mir jetzt wichtig, ich möchte gute Klausuren schreiben. Und da sagst du, ja, nein, also ich schwänze jetzt mal oder ich habe jetzt mal Mathe und Religion oder was auch immer jetzt mal am Freitag nicht, muss ich alles nachbüffeln. Das sind ja schon Zusatzbelastungen, die du auf dich nimmst. Und natürlich hast du persönlich mal unter der Klimakatastrophe womöglich zu leiden. Du sagst, es wäre egoistisch, aber gleichzeitig willst du ja damit schon auch so ein bisschen für alle das Klima retten, damit alle Menschen gut leben, oder? Ja, natürlich gilt das dann auch für alle. Das ist ja quasi für alle auch dieses egoistische Ziel, auch irgendwie. Ja, eben auch für die Generation danach und die danach eigentlich für alle folgenden Generationen, auf die zurzeit eben eher wenig geachtet wird. Und was die Leute aus meiner Klasse angeht, warum es eben doch nicht alle sind, die da mitgehen, denke ich mal, dass da vielleicht einfach das Bewusstsein noch nicht wirklich herrscht. Dass sie nicht das Bewusstsein haben, dass sie sich wirklich was verändern können, dass es nicht nur auf diese Konsumkritik zurückgeht, ja, wir trennen jetzt Müll oder wir kaufen jetzt nur noch Bio, sondern dass man auch wirklich personell und einzeln was am System verändern kann.
eben mit solchen Demonstrationen und auch mit dann folgenden politisch konkreten Forderungen. Mhm. Also du hast den Eindruck, dass sie noch nicht so richtig bewusst sind über ihre eigene Kraft, ja, auch als Schüler und Schülerin wirklich politisch auch Einfluss zu nehmen. Ja, auf jeden Fall. Was ja auch Folge ist von jahrzehntelanger Entpolitisierung auch, was ja auch wieder in den Interessen von zum Beispiel CDU, CSU einwirkt. Wenn die Leute kein Interesse haben, dann gibt es auch kein Interesse, was es für die Politik zu vertreten gilt. Ja, und dass eben da zurzeit die Schiene gefahren wird, wir leben unser Leben und wir passen uns an und was passiert, ist uns eigentlich egal. Mhm. Und ja, hoffentlich ändert sich das mit der Zeit ein bisschen. Letzte Frage an dich, Jan. Wie geht's weiter mit Fridays for Future? Also für die nächsten 2 bis 3 Freitage sind schon Streiks geplant, neue, bis das Volksbegehren Artenvielfalt ausläuft, weil wir die Leute am Marienplatz eben dazu bewegen wollen, dieses Volksbegehren zu unterschreiben. Wie es dann weitergeht, am 15.03. wird es wieder einen bundesweiten Streik geben, der hoffentlich wieder genauso groß wird wie vor 2 Wochen. Ja, und die Perspektive ist natürlich, dass wir den Diskurs verändern, dass wir die Politik verändern, unseren konkreten Forderungen Druck verleihen und als Schülerinnen und Schüler einwirken. Vielen Dank, Jan. Bitte. Das war sehr schön, dass du da warst und wir wünschen euch viel Erfolg weiter und viel Kraft. Dankeschön. Viel Glück, alles in unserem Interesse. Meine Unterstützung habt ihr. Ja, danke. Am Mikrofon verabschieden sich Andrea Behm und Reinhard Schwarz. Wir wünschen Ihnen noch einen schönen Abend. Zum Gemeinwohl.